Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Wäger. Ich bin Autor und Referent für Fotografie und Gestaltung. Ich schreibe über Grafikdesign und Bildbearbeitung und unterrichte diese Themen auch an der IPOS Akademie in Götzis im Westen Österreichs. Für die vergangenen Tage hat mir Fotograf Hebenstreit hier in Feldkirch das neue Olympus 8 bis 25 mm F4 zum Testen zur Verfügung gestellt. Ich glaube, dieses kann man ohne weiteres als ziemlich einzigartiges Objektiv bezeichnen, nicht nur für MFT, sondern über alle Systeme hinweg. Ein Standard-Zoom für Vollformat sieht üblicherweise so aus, dass es von 24 bis 70 mm reicht, das ist der Klassiker. Standard-Kit-Objektive gehen dann oft einiges darüber hinaus, sind dann dafür nicht ganz so lichtstark. Bei MFT bzw. bei Olympus wäre eines dieser Standardobjektive hier das 12 bis 40 mm, das ungefähr diesem 24 bis 70 mm bei Kleinbild entspricht. Und daneben, wer es gerne etwas länger hat, etwas mehr Brennweite hat, kann auch so ein 12 bis 100 mm Standard Zoom verwenden. In diesem Fall halt einfach größer, schwerer, weniger lichtstark, flexibler dafür wie das 12 bis 40. Das Problem, wenn die Brennweite bei 12 mm beginnt, ist, dass man bei Landschaften sehr schnell am Anschlag dabei ist, damit ist und nicht so viel einfangen kann, wie man gerne würde. Jetzt gibt es natürlich auch im Hause und in den Häusern, die Objektive für MFT anbieten, Alternativen zu diesen Standard-Zooms, die erst in diesem Bereich anfangen. Beispielsweise, wer es gern wirklich super weitwinklig hat, für den gibt es dieses große und schwere 7 bis 14 mm F2.8. Abgesehen davon, dass es in meinen Augen zu groß und zu schwer zum Wandern ist, darüber hinaus auch noch wegen der nahezu vorstehende Linse oder relativ weit vorstehende Linse ohne die Möglichkeit, hier einen schützenden Filter darüber zu gehen, auch noch mit Vorsicht zu genießen, nicht unbedingt das Objektiv, das ich gerne mit auf Wanderung nehme. Es gesellt sich nämlich zur Größe und zum Gewicht noch hinzu, dass man mit 14 mm, also 28 mm umgerechnet auf Kleinbild, dann am langen Ende sehr oft sehr schnell am Anschlag ist und damit einfach für sehr viele Aufnahmen zu viel Blickwinkel. Man kann dann etwas herausschneiden, aber ist natürlich dann erst der zweite Preis dessen, was man machen möchte. Nun gibt es bei Olympus Weitwinkelzoom nicht nur in groß und schwer, sondern es gibt auch dieses sehr freundliche, sehr kleine, sehr leichte 9 bis 18 mm, das ich für Wanderungen definitiv dem 7 bis 14 mm vorgezogen habe. Das 7 bis 14 in meinen Augen ist interessant, wenn man sich wirklich irgendwo hinbegibt, unter Umständen mit Stativ und dann so fotografiert, aber es ist kein Objektiv, kein Wanderobjektiv. So. Und in diese Bresche schlägt jetzt eben das neue 8 bis 25 mm mit 8 mm Brennweite wirklich sehr tief im Weitwinkel, im extrem Weitwinkelbereich hinein und mit 25 mm, also 50 mm Kleinbild ein Standard, also eine Normalbrennweite, mit der man schon recht enge Ausschnitte auch aus einer Landschaft herausschneiden kann. Und soweit mir bekannt ist, gibt es nicht nur im MFT-Bereich kein vergleichbar flexibles Weitwinkelzoom, sondern auch nicht für APS-C oder MFT. Ein absolut interessantes Objektiv, das bei mir schon ganz vorne auf der Einkaufsliste steht. Ich habe natürlich auch Fotos damit gemacht, die ich jetzt zeigen möchte und beginne ich hier mal mit einem ganz normalen Weitwinkelaufnahme, die ich auch mit einem 12 mm Objektiv hätte machen können, weil ich hätte einfach nur weiter weg müssen und dann hätte ich das auch einigermaßen so einfangen können in einer etwas anderen Perspektive. Aber okay. Bemerkenswert an diesem 8 bis 25 mm ist der
wie nah ich damit an Objekte hingehen kann. Ich habe einen Abbildungsmaßstab, der nahezu 1 zu 2 entspricht. Das heißt, ich bin da im makrofähigen Bereich und habe eben diese Aufnahme hier bei 25 mm gemacht, indem ich mich langsam zum Schmetterling hinbewegt habe. Und das hat funktioniert. Hier auch noch eine zweite Aufnahme ebenso. Also mit etwas Geduld, mit etwas Ruhe sind auch Makroaufnahmen wie hier von Schmetterlingen möglich und natürlich definitiv auch von Blumen, die ja nicht flüchten können. Nächste Aufnahme hier, die ist in einem Vergleich entstanden, den ich vor kurzem gemacht habe. Vergleich Mittelformat, Vollformat und MFT, und dabei habe ich eben auch das 8 bis 25 mm hier eingesetzt, und es zeichnet die Details eigentlich sehr schön durch. Ich habe jetzt hier oder bei dieser und bei den weiteren Aufnahmen möchte ich den Vergleich auch zeigen, was einerseits hier mit diesen 8 mm möglich ist, und jetzt nächste Aufnahme, das wäre der Ausschnitt, den ich mit 12 mm bekommen kann, und ist doch ein deutlich engerer Ausschnitt. Bei diesem Motiv hier geht das durchaus okay. Nächste Aufnahme hier, jetzt Bild vom Stadtschrofen auf meinen Wohnort, die Stadt Feldkirch. Das hier mit 8 mm, den Ausschnitt, den ich mit 12 mm sehen würde, der würde dann so ausschauen. Also hier sieht man schon, das ist schon sehr viel weniger, ein sehr viel engerer Bildausschnitt, den man hier rausbekommt. Nächste Aufnahme hier am Silvrettersee. Hier war mir dann sogar auch diese 8 mm hier noch sehr eng, aber nochmal, um zu vergleichen, den Unterschied zwischen 8 mm hier und was ich sehen würde, wenn ich mit 12 mm fotografiert hätte, wäre das dieser Ausschnitt. Nächste Aufnahme, nochmal Silvrettersee, 8 mm, der Ausschnitt mit 12 mm würde so aussehen. Nächste Aufnahme, nochmal 8 mm, und im Vergleich dazu, was 12 mm herausgeschnitten hätte. Einen Vergleich jetzt direkt zwischen einem 8 bis 25 mm und einem 7 bis 14 mm habe ich nicht angestellt, aber ich kann dennoch zeigen, wie der Unterschied wäre. Das ist eine Aufnahme, die ich vor ein paar Jahren mit dem 7 bis 14 mm gemacht habe. Und die nächste Aufnahme hier zeigt jetzt, wie das ausschauen würde, wenn ich es mit dem 8 mm gemacht hätte. Ein etwas engerer Bildausschnitt, aber macht noch keine Welt aus. Dramatisch enger wird es, klingt jetzt etwas übertrieben, 12 mm, 24 mm ist immer noch Weitwinkelbereich, und trotzdem, das 12 mm MFT-Objektiv hätte aus dieser Landschaft hier dann das herausgeschnitten. Ich glaube, das Olympus 8 bis 25 mm ist wirklich ein Traum für alle diejenigen, die gerne unterwegs fotografieren. Dass es nur Lichtstärke F4 hat, finde ich bei einem Weitwinkelzoom nicht besonders oder weiters tragisch. Typisch für die Pro-Objektive ist es gut gegen Staub und Spritzwasser abgedichtet, und somit muss man auch nicht wegen jedes Regentropfens die Kameraausrüstung gleich wegpacken, sondern kann auch weiter fotografieren, wenn das Wetter vielleicht mal etwas rauer wird. Und ich finde, gerade das Fotografieren oder gerade die Fotos, die bei etwas widrigeren Witterungsverhältnissen entstehen, oft besonders charmant und haben einen besonderen Charakter. Ich denke, das Objektiv ist nicht nur für jene interessant, die bereits mit MFT fotografieren, sondern all diejenigen, die noch erst planen, in die Fotografie mit einer Systemkamera einzusteigen und sich noch nicht für ein System entschieden haben. Wenn man gerne unterwegs ist, wenn man gerne wandert, wenn man gerne auf Reisen ist und ein sehr flexibles Objektiv für viele Gelegenheiten sucht, dann glaube ich, ist das 8 bis 25 mm einfach auch ein guter Grund, sich MFT anzusehen und in Betracht zu ziehen. Zuletzt möchte ich mir noch etwas die Abbildungsqualität, die Detailschärfe anschauen. Dazu habe ich einerseits eben mit dem Olympus 8 bis 25 mm und als Vergleichsobjektiv auf derselben Kamera mit dem 12 mm F1.4 von Panasonic
Vergleichsaufnahmen gemacht, hier der Blick auf Feldkirch. Beide Aufnahmen sind vom Stativ aus entstanden und zwar im hochauflösenden Stativmodus. Das heißt, die Aufnahmen haben 80 Megapixel. Dabei werden natürlich jetzt feinste Unschärfen, die bei 20 Megapixel Standardauflösung absolut kein Thema sind, sichtbar. Ich gehe hier in der Aufnahme einmal auf 100% hinein. Ich habe hier die Panasonic-Aufnahme mit 12 mm und vergleiche das oder blende jetzt hier die Olympus-Aufnahme ein, damit man den Vergleich sieht. Und man sieht, das Zoom von Olympus ist hier etwas weniger scharf. Man fühlt es mehr insgesamt über das Bild hinweg. Man sieht es allerdings relativ deutlich in diesem Bereich. Aber nochmal, das sind als eine 80-Megapixel-Aufnahme und diejenigen, die vielleicht auch meinen Vergleich gesehen haben von meiner Olympus-Kamera mit genau diesem Objektiv dann zu einer Vollformat-Kamera mit 50 Megapixel oder mit 45 Megapixel und einer Mittelformat-Kamera mit 50 Megapixel, die werden sich vielleicht erinnern, dass Olympus zwar mit diesem Objektiv das Schlusslicht bildete, aber nicht großartig dahinter war. Und vor diesem Blickwinkel muss man es auch sehen. Das heißt, die Festbrennweite, die etwas teurere Festbrennweite hier von Panasonic, etwas besser in der Detailqualität, aber die Aufnahme, die mit dem 8 bis 25 mm gemacht wurde, kann sich daneben durchaus sehen lassen und ich bin mir relativ sicher, dass man bei Aufnahmen, die mit einer normalen Auflösung von 20 Megapixel gemacht worden sind, nicht wirklich mehr einen Unterschied zwischen diesen beiden Objektiven erkennt. Das waren meine Eindrücke und meine Testaufnahmen von und mit dem Olympus 8 bis 25 mm F4 Pro. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, schenkt mir ein Like. Ich freue mich über eure Kommentare, freue mich über eure Fragen. Ich freue mich noch mehr, wenn ihr den Kanal abonniert und noch viel mehr natürlich, wenn ihr meinen Kanal mit einer kleinen Spende unterstützt. Ich verbleibe bis zum nächsten Mal. Euer Markus Weger.